Ich mach schon ein bisschen, ich sag's ab und zu mal was dazu. Ja gut. Das Problem ist meistens, wenn man alleine kommentieren, ist es wirklich nicht gut. Ja. Man braucht schon jemanden. Ihr habt ja darüber gesagt, dass man eigentlich eine Unterhaltung braucht. Und an Unterhaltung alleine geht's schlecht. Ja, das ist genau. Also, wir sehen hier ein... Oh, jetzt wieder Persona, oder? Die ganzen Karten, die da hängen. Wir sehen hier ein 50 Cent Money Match. Best of 5. C-O-N-F zwischen Maso und Mitom. Achso, das sind doch die, oder? Und Maso führt aktuell. Vorhin die Matches hat er nicht so gewonnen. Hä? Ah, es wird umbenannt. Ja, ehrlich? Also, ja, das ist Tarotkarten. Ja. Ja. Ah, okay, egal. Ich sag leider nichts dazu. Ja, gut, oh, weiß, der Jan schwingt gerade. Ja, ich weiß nicht so wirklich, was ich sagen soll, weil Cloud halt. So, Athro, um ihn von der Sex zu bekommen. Aber Recovered, das war eine eher schlechte Recovery. Und da schön mit dem Nuclebee. Irgendwie haben wir heute ziemlich viele Nuclebee-Kills. Ja. Ja, stimmt. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Aber der Jan ist das gefasste dann. Oh, ja. Stimmt. Ah, den Spike leider verfasst. Du warst kein Spike. Ja, das hat man Non-Spike geboxt. Witzigerweise kann Sauerspot der in Spike Hitbox der Kombo. Ah, er ist nachgebaut, der Sauerspot. Aber leider nur bei 0% oder. Ja, du meinst den Kreuz auch nicht, oder? Ja. Kommen eh an alle. Ja. Alter, das hat mit der letzten Hit auch. Das wäre wirklich cool, wenn das wirklich praktisch wäre, aber da ist dann halt der Spike nicht wirklich stark. Mhm. Ja. Also. Oh. Nein, das ist okay. Böse. Ja, das war gut, der Downer aufs Auto richtig. So, Nitom zieht sich an die Ledge zurück. Und. Da hat Mal so ein bisschen zu spät den Upsmash losgelassen. Ich müsste mal überprüfen, ob Cloud da was machen kann, wenn ein anderer Cloud von oben kommt. Ja, es geht ja bestimmt. Das ist okay. Auch normale Cross-Dash. Also, wenn er von oben, wenn er so von oben kommt. Oh! Okay. So, damit geht Maso 1-0 in Führung. Egal, der Mitom wird jetzt. Oh. Ja, Mitom hat es ja schon. Ja. Er wird eben geschafft. Er hat es einmal geschafft, schafft es auch zweimal. Ja. Okay. Sie gehen einfach auf Smashville. Also warte, die Stage ist falsch. Soweit ich verstanden habe. Ah, nein. Nein. So. Wir sehen Limit aufladen, ein paar Hitboxes hier rumgeschmissen werden. Das typische Cloud-Zeug halt. Mit einer Abtilt-Cap. Beide haben Limit quasi gleichzeitig bekommen. Da hat leider der letzte Hit vom Jet nicht getroffen, sonst wäre die Position von Maso sehr viel schlechter gewesen. Der Nuclebee ist gecatcht. Musa Trude ist following you on Twitch. So. Ja, mit der Back-Air gestashed Spike. Oh, wie krass. Ey, CCE hat schon angefangen. Was ist das? Alle. Außer wir. Ja, wirklich jeder ist da. Okay, ich nenne dir jetzt alle Namen. Der Schläger ist da. Uzi. J-Band. Nikom baut sein J-Band aus. Oh, der kommt da erst noch hin. Ja. Kam ja erst nach Hause von Amerika. Kein Gimp von. Also. Ach, jetzt findet Janik gar nicht. Ja. Hat der Nuclebee mit dem Crosslash gepunished. Gut gecrapped. Das war ein bisschen zu früh, aber ich glaube, das war ein Missklick. Jedes Mal passiert, dass ich so wirklich einen coolen Kill bekommen habe, dass ich mich unter einem DK Api und drunter geduckt habe, dann eigentlich Falsch gedrückt wollte, dann kam Downbee raus und dann wurde DK gekillt. Das war ultra cool und das hab ich komplett aus Versehen. Aber eigentlich ist das voll gut.
Touchdown abliefern. Ja. Ja, es kann ziemlich gut sein, aber du musst da halt präzise sein. Und wenn du nicht triffst, dann wirst du hart gemacht. Ja, was ich glaube, Abwehr hat schon einiges. Also, sehr viele. Oh, nein, ich meine. Oh, und es killt nicht. Aber es killt nicht, nicht. Er ist nicht schon blau. Das ist ja nur mäßig gut. Er hat einfach nur gute Reichweite. So. Jetzt sehen wir einen frühen Gimp. Erstmal laden beide ihr Limit auf. So, den scannt und er verbraucht es direkt. Er ist mehr ein Melee-Kill. Irgendwie wollen beide ihr Limit nicht drücken, ne? Ja, der ist jetzt nicht drin. Oh, Nico. Musa, grüß dich. Oh, Nico, Musa, grüß dich. Okay, grüß dich zurück. Ja, groß. So, nee, warte. Ich sag mal. Grüß zurück, ja. Grüß zurück. Grüß zurück. Grüße zurück. Grüße zurück vielleicht. Ah, Grüße zurück von Nico. Ja, das hat fast wieder aufgeholt. Ja, und da hat gerade Nico die... Ich krieg eher falsch gespaced, sonst wäre das sehr schwierig gewesen für uns. Da ist mal so ganz tief gegangen und war ein bisschen zu mutig. Eigentlich geht das mit Cloud, aber wenn man schon ein bisschen zu spät einsetzt, dann kann er nicht mehr zurückkommen. Damit steht es 1-1. Zwischen Mitom und Maso im Money Match. Ey, Mitom, nimm Schulk! Ach so, es ist nicht einfach so. Ja. Spieler-Money-Match. Er hat einen echten Brettel auf. Der Jan. Ja. Voll, der wir sind es gewohnt. Ach, das ist die Abwehr, ja. Mit der Abwehr und unter dem Update durchgegangen. Ist ja ein bisschen was mit dem Hurtbox-Tricking. Ja. Wo man dann da so ich hab's erst mal bei, das erste Mal habe ich bei Sheik, glaube ich, gesehen. Das wollte ich mal gemacht hat. Mit der Abwehr und dann lag er so flach auf dem Boden. Ist der zweite Abwehr auch. Ja. Das ist Penetrating. Das funktioniert mit Kirby auch extrem gut. Ja, das ist. Kirby kann man sich unter allem durchdrücken. So, ziemlich even gerade. Mhm. Die Frage ist, wer kriegt den ersten Kill? Jetzt werden wir es nicht sehen. Bein war. Zwei. Was? Ja, das ist der einfach. Ja. So, Mitom gegen Blub ist dann eigentlich nächstes. Das war ein schöner letzter. Was? Oh mein Gott! Das war so dumm! Jetzt macht er mal die. Ja. Es war ein schöner Ledge Jump von Mitom, aber dann ist das passiert. Das muss ich auch mal üben, Ledge Jump und. Oh! Nein, der hatte es eigentlich. Nein. Alter, das ist ein bisschen voll spät gewartet, ja. Oh, ja. Ja, Mitom ist gerade ziemlich im Vorteil. Er darf jetzt halt nur nicht zu viel machen. Denn dann wird er einfach gekimmt. Mhm. Aber solange er jetzt gerade Limit abliefert, sollte das eigentlich gehen. Ey, ich glaube, wir haben jetzt. Ich kann da nicht so Ruhe haben. Ja, jetzt kann ich. Könnt ihr gleich nachschauen, okay? Ich würde sogar sagen, dass es jetzt wieder even ist. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, nee, okay, wenn er jetzt Limit kriegt, dann ist ja, dann schon, aber. Ja, ist ja nicht gerade sparsam mit seinem Limit. Aber ich glaube, dass die mehr Mobility sollte man eigentlich schon wirklich nutzen. So, beide am Limit. Und sehr gut gemacht. Tja, aber besser Five hat er gesagt. Genau. Das heißt, Mitom hat noch eine Chance zurückzukommen. Also im Turnier. Jetzt gerade ist mein Match. Mhm. Ah ja, danach, wo ist Ali? Oh, ja. Ja, der macht direkt dann weiter, oder? Gegen Mitom. Ali gegen Mitom. Danach. Schalt mal wieder um. Ja.
sagtest, du wolltest dich drum kümmern. Ja, aber du hast mir vertraut. Das fängt eigentlich immer gleich an. Ja, aber das liegt, glaube ich, an Lautgefühl generell. Meistens, ja. Wenn du erstmal einen Hit hast, dann juggelst du den Gegner erstmal, bis er halt nicht mehr drin ist. Und dann. Ich werde erstmal eine Null spielen. Ich spreche nicht so. Ja. Nee, warte, warte. Oh, ja, warte, wow. Okay, ich bin zurück. Also, du bist nicht zurück hier. Ja. Okay, also die beiden müssen wirklich besser mit ihren Limit Moves werden. Ja, also das hat funktioniert. Oh. Ich werde noch ein bisschen tiefer gehen müssen, aber das ist immer sehr scary als Cloud. Wenn entweder schaffst du es dann perfekt. Oh, warte, jetzt hat er erstmal alles noch. Limit und Spray. Das sind zwei Moves mit Cloud, also nicht so viel. Ja. Aber gut, jetzt die Up-Air Strings, aber da war ein bisschen zu langsam, da auf den Airdrops gewartet. Ich kann mal jetzt kämpfen. Aber Moment, aber. Und kein Limit mehr. Ja. Oh, gut, und kein Jump. Jump. Gut. Aber was alles machen. Ich glaube, ich eine Up-Air. Schon ein bisschen witzig, wenn die Up-Air besser ist als die Up-Air. Da wäre fast das bei dir. Das hätte der Comic dann. Ja. Wie das kommt. Ja, dann kommt das auch nicht. Du warst eingedeutscht, also im Grunde. Kann doch beides sein. So, da wieder die Neutral Bee. Marso hat jetzt den Spitznamen Neutral Bee geklaut. Ja. Ja. Oh! Krass, wow. Das war ganz ja. Ich wette, es war ein Anfänger. Nee. Es gibt doch bei. Ich bin nach da geflogen. Ja. Soll ich langsam bin ich nach da geflogen? Aber du warst ja mitten bei der AP. Oder? Nee. Hast du nur den noch nicht eingesetzt gehabt? Echt? Ach so, oh. Ja, dann. Das war noch dann noch alles zurück. Lüg uns doch nicht an! Das war noch. Ja. Ja. So. So, letztes Match, Money Match. Ja. Ah, ja. Aha. Ein Ding, Bracket weiß ich ja nicht, was gemacht. Ja, weiß. Wie erwartet. Genau, wie erwartet, was auch erwartet. Ja, und der Klasse. Den Kaiokeul. So, dann noch Nummer 1. Und das zweite Limit ist auch nicht lange ausgeführt. Es ist so schwer, wenn die beiden Limits haben, die zu unterscheiden. Ja, dann. Die jetzt sogar mit den Teamfarben geht es noch einigermaßen. Ich versuche dann meistens entweder auf das, was ich irgendwie schon gesehen habe, oder auf die Namen bekommen. Ja, stimmt. Und eben. Oh, interessant. Dann wäre es wahrscheinlich fehlt, aber ich glaube, es war ein Miss-Input. Oh, eigentlich das beide Lage in Levels. Und warum? Es tut weh. Oh, schöner Abdeck. Oder macht es selbst, wenn er keine Lücke hat. Ja. Na gut, ich setze auch nur zu tief ein. Aber dann wenigstens, wenn der Gegner recovern will, nicht mit dem Two-Frame. Jetzt hat er ihn nachgemacht. Ja. Das färbt ab.
Nein! Das finde ich immer witzig, wenn Cloud mitten in einer Special Move sein Limit bekommt. Oh, okay. Jetzt wird's eng. Ja. Ich bin da abgeklappt, ist so gut. Dass man damit den Down hat. Ja. Man muss sich halt richtig platzieren. Ja. Naja, meistens geht ja der Cloud, also der Gegner ist der Cloud auf dich drauf. Ja, der will ja sowieso manchmal zu deinem Rücken hin. Weil du da aus dem Shield nicht mehr nicht wirklich viel machen kannst. Ja. Oh. Oh, das war. Ah, da wäre eigentlich eine Abwehr gewesen oder eine Nähe. Nein, und dann schildert er nicht durch. Ah, schade. Ja. Aber Maso gewinnt das Money Match. Ja, du wolltest einen Wecker haben, oder? Könnte ein 1-on-1 sein. Nein! Ja, jetzt.